Ja, das schon, aber ne, hier, ne? Ich Was weiß nicht, hast was du ich für sag. ein Problem? Ich hab Wortstörungsfindung. Andersrum, Ich war gerade Wortfindungsstörung. am Überlegen. Oh mein Gott! Alter, du musst hier hinkommen! Wo bist du denn? Alter! Cornflakes, Cornflakes, Cornflakes. Was ist das? Zucchini, was ist das da? Eat fresh Zucchini, genau. Soda. Ich Soda, habe hier jede Menge Apfel, Reis, Essen. Tactical Bacon. Ey, hier steht alles voll, Junge. Ja, du bist im Bus, ne? Bin ich auch. Oh. Thunfisch, Cola. Ich brauche einen Rucksack. Hab einen. Ich aber nicht. Das mal, was aus dir wird. Eat all. So. Ich fress mich jetzt erstmal voll. Mach ich auch hier. Schön in Deckung gehen, nicht dass kommt. Sehr ungünstig. Mein leg is painful. Dann ist es halt painful. Ist ein Apfel und dann ist gut. Ist ein Apfel. Macht alles. Ist einfach ein Apfel. Ja. So, was haben wir hier denn noch alles? Kann ich die mitnehmen? Ich habe ja nicht. Ich meine, warum nehme ich Pfeile mit? Ich habe nichts, die ich Pfeile abschießen könnte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ich könnte 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 25 Sachen an Essen jetzt erstmal hier. Und ich stehe gerade nur an so einer einen Stelle. Und da steht noch mehr. Ich will das alles haben. Ja, da dachte ich mal gut jetzt, ne? Ich bin schon mal energized. Ich habe so das Gefühl, die Sachen bleiben, wo sie sind. Zumindest wenn sie abgehoben wurden. Okay. Weil hier liegt noch jede Menge Zeug rum, das ich nicht mitgesehen habe. Vielleicht finde ich ja jetzt meine Dings wieder. Hier ist mal für die Zombie. So, ich glaube, ich ziehe mir meine Regenjacke an. So, und pack das mal alles voll hier mit Essen. In die Regenjacke passt ja auch ein bisschen was rein, ne? Ja, 4 Slots. Ich hatte vorher auch in meiner anderen Wolljacke hatte ich auch 4, aber eine Regenjacke ist, glaube ich, besser als eine normale. Ja, du wirst es schnell nicht nass, nicht mal. Die ist kaputt, aber egal. So, Blute. Na, super. Zombie. Was halb so wild. Ich habe hier jede Menge Rags rumliegen. Haben wir noch irgendwo Getränk hier? So, Schlagstock lasse ich jetzt mal hier. Das ist nämlich total sinnlos und nutzlos. Was habe ich hier denn noch? Jede Menge Munition. Habe ich überhaupt irgendwas, wo Punkt 22 reinpasst? Ach ja, mein Sportgewehr, genau. Über die Baked Beans. So. Habe ich 5 Essenssachen? Mein Leg ist painful. Ja, muss ich mir mal. Obwohl ich Rex habe ich ja. Jetzt muss ich mir nochmal hier einen Baum fällen. Funktioniert das hiermit? Ich glaube, Nee. eine Axt wäre da ganz, ganz sinnvoll. Ja. Aber es ist ja auch nicht so, dass man im Vorschlaghammer keinen Baum fällen oder Äste fällen könnte. Sonnenbrille. Aber die sind alle hässlich. Ich will mal Sonnenbrillen wieder. Ist das ein Golfschläger? Nee, ist eine Hake. Wer ist der Pond? Moppetellen. Ich will wissen, ob die Moppetellen. Dinger wieder funktionieren. Oh, ich hab zum. Die Brunnen. Ja. Ich möchte dich jetzt nicht beunruhigen, aber hier liegen jede Menge Rucksäcke. Aber die ist schon mal ganz gut hier, die Vorsch der Vorschlaghammer. Der funktioniert einwandfrei. Ja. Also, du hast gesagt, du bist Richtung
bin da, in Tschernogorsk. Ja, ich glaube, ich bin jetzt mitten, also ich denke mal, dass ich mitten in Tschernogorsk bin. Jetzt gucke ich mal, ob bin. Ja, das könnte hinkommen. Echt? Bin ich denn lange? Ist das Selenogorsk? Ist es nicht Selenogorsk? Das ist unten bei Elektro auf jeden Fall in der Ecke. Ich weiß, ja, das schon. Ich weiß, keine Ahnung, in welche Richtung. Also ich will nicht nach Pavlovo, dann laufe ich einfach in die andere Richtung. Das hört sich doch mal ganz sinnvoll an, oder? Jo. Also du brauchst das Wasser auf der rechten Seite. Falls du am Wasser langläufst. Überhaupt Wasser? Was? Ich brauche zunächst überhaupt Ja. mal Wasser. Ein Walkie-Talkie. Ich glaube, das wird besser funktionieren als Skype. Ja. Vor allem, das hat sich gerade angehört, ein Walkie-Talk. Oh. Ein Walkie-Talk, ok. Walkie-Talk, ok. Haben die jetzt komplett rausgenommen, die Dinger? Die Pons? Ich habe noch keinen gesehen, ich habe aber auch drauf. Irgendwie das Gefühl, dass ich im Kreis laufe. Da liegt ein Baum mitten auf der Straße. Kaputter. Ist das ein gutes Zeichen? Ah, da ist ein Ich Shop, oder? Ist das ein Shop? glaube Das nicht. ist ein Shop. Und ein kleiner Shop. Da ist bestimmt wieder alles voll mit Essen und so. Ich werbe mal für Stöckchen. Ich laufe jetzt einfach mal noch ein bisschen. In der Hoffnung, dass ich die irgendwann finde. Jo. Im schlimmsten Fall erschießt du mich einfach. Genau. Aber ich hätte das so gerne gemacht, als ich wir haben ja mal DayZ gespielt. Ja, irgendwann mal. Genau. Okay, die Türen machen Geräusche. Zombies können seit neuestem durch Türen sich durchteleportieren. Okay, gut zu wissen. Und zwar, als wir nach Elektro gelaufen sind, hatte ich ja gesagt, ich glaube, wir sterben gleich, wir überleben bestimmt nur 2 Sekunden hier in Elektro. Und dann meinte ich so, eins, zwei. Ich hätte dich so gerne erschossen, als ich das gesehen habe. Ja. Da dachte ich mir, was ist das denn? Machen wir Oh, los ein bei. Walkie-Talkie. Ich würde jetzt sagen, soll ich das mal schnell suchen, das andere nochmal? Ja, bitte. Scheiße, in welchem Haus war das? Auf jeden Fall in die Ich weiß nur Richtung. nicht, wo ich das hin tun soll. Ah, da kommen Batterien rein, bestimmt, ne? Ich habe Ja. keine Batterie. Vergiss es einfach. Lauf weiter. Lauf weiter. Jetzt bin ich in dem Haus wieder drin. Nee, bin ich nicht. Okay, ich lauf. Die Statusanzeige nervt ein bisschen. I'm slowly warming up. Ja, steht bei mir auch. Richtig nervig. Oh, die Sonne. Also ich habe jetzt das Wasser auf der linken Seite. Ja, das habe ich Natürlich aber falsch, auch. ne? Das war natürlich falsch. Mein Leg ist painful. Ach, ich bin in Kamenka angekommen. Okay, dann laufe ich in die falsche Richtung. Gut, dann weiß ich aber zu. Nee. Was ist das Mal sehen, denn? vielleicht kann ich von dem Baum hier ein Stück mitnehmen. Irgendwer hat mich in Skype zu seinen Kontakten hinzugefügt, beziehungsweise fragt, ob ich ihn hinzufüge. Ich kenne den aber nicht. Abgelehnt. So, ich will jetzt erstmal hier die Bolzen und Pfeile aus.
ist voll gut. Schraubendreher weg. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht einen DayZ-Stream zu machen. Knicklicht weg. Ja, das können wir gerne machen. Ja? Ja. Das ich habe cool. Ja Zeit gerade. Ich weiß nur noch nicht wann. Dann müssen wir. Jedenfalls nicht mit der Leitung, Internetleitung. Nee, das wäre auch ein bisschen. Bin ich da jetzt wieder in dem Haus? Ja, dem bin ich schon gewesen. Zapfsäule, genau. Oh, was haben wir denn hier noch alles rumliegen? Ach du meine! Also, hast du schon mal an der Tankstelle gesehen mit 18.000 Hüten drin? Was für Tüten? Hüte. Ach, Hüte! Wolltest du eine Tüte? Nee, nee. Wenn ich jetzt Kiffe vergesse, die Hälfte. Ah, hier ist ein Umspannwerk, ein kleines. Banane. Banane. Banane? Eine Banane. Ich hab so viel Schuss für mein Sportgewehr. Das Sportgewehr ist so scheiße. Ich brauche Stöckchen. Immer noch. Oder eine Axt. Stöckchen oder eine Axt. Habe ich beides nicht. Tja. Vielleicht finde ich ja noch was. So, Wasser auf der rechten Seite. Bahnhof Kamenka. Hier liegt... Das ist physikalisch nicht machbar. Das ist eine Alpha, hier ist alles möglich. Stimmt. Ist ja noch die Alpha, ne? Ah, weil immerhin sind wir jetzt, glaube ich, bei 0,5 angekommen. Oder 0,5, wie es bei Software eigentlich heißt. Ich weiß ich nicht, hat nicht drauf. Wir haben den halben Weg zur Vollversion haben wir schon. Oh, eine Waschmaschine. Schön, wir müssen mal deine Klamotten rein, vielleicht. Schade. Zwei doofe, ein Gedanke. Ich habe gar nichts dabei, womit ich die Dosen aufmachen kann. Ich hätte einen Dosenöffner, aber ich müsste ich ja erstmal finden. Person, die hier vorbeigelaufen ist, oder habe ich Halluzinationen? Beides gleichzeitig. Oh, das war anders. Dann hast du eine sehr clevere Person. Da oben auf dem Berg ist ein Leuchtturm. Ich sehe gerade nur Sonne. Die blendet mich. Hier kommt die Sonne. Aber ich weiß gar nicht, ich habe letztens irgendwas gelesen. Irgendwie, bei GTA 5 war das, glaube ich. Ich weiß jetzt nur nicht für was. Da haben die irgendwie reingepatcht oder es war eine Mod. Auf jeden Fall, wenn du da eine Sonnenbrille aufhast und in die Ego-Perspektive gehst, dass dann so ein Filter über die Dings gelegt wird. Das ist cool. Ja, fand ich auch sehr geil. Ist zumindest mal realitätsnah, sagen wir mal so. Ja. Ob man blind werden kann, wenn man GTA in die Sonne blickt? Kann ich. Blind? Wow! In die Sonne blickt? Nee. Das Haus ist weg. Nee, doch nicht. Ich stand auf einmal draußen. Ach, das kennen wir ja, deine Rumteleportiererei. Ja, ich wollte doch nur die Tür aufmachen. Voll am Abschnauben, ey. Da unten ist ein Häuschen, da gehe ich doch mal schnell hin. Also ich laufe gerade an der Küste lang. An der Küste? Also wirklich an der Küste? Also am... Küstennahe am Wasser. Straße? Am Wasser. Nee, am Wasser. Nicht in der... Camaro oder in der Balota. Warte mal, ich guck mal grad, wo ich bin. Ich schätze mal... Ja, ich bin bei Bay Mutnaya. Oh, ich bin gleich am Erstschiff. Ja. Das ist jetzt auch meine Richtung.